Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, ein wunderbares Wort habe in Johannes Kapitel 10 verstehen. Du erklärt Jesus uns, was der Unterscheid ist zwischen Arm und dem Sultan. Er nannte den Sultan dort den Dief. Er sagt, der Dief, der kommt zum Stehlen, zum Kaputtmachen und zum Morden, zum Todmachen. Aber sagt Jesus, ich sehe kommen, dass sie das Leben haben und dass das Leben überschillt, dass sie das volle Leben haben. Ist das nicht wunderbar, was uns Jesus uns da lehren hat? Ab einer Seite, alles, was der Feind uns anbieten kann, das ist Verstörung. Er macht die Familie kaputt. Er macht das Leben kaputt von den Menschen, die versklavt sind, in Drugs, in Drugs, in Laster, in Alkohol und so weiter. Die Betternis haben, die Menschen waren krank. Er macht alles kaputt. Sultan macht alles zwei. Und zuletzt macht er uns tot. Weil wir sind ja in Gott, und wenn wir gesündigt haben, dann sterben wir geistlich, dann sterben wir körperlich, und dann sterben wir für die Ewigkeit getrennt von Gott in Hall. Dort ist, was der Sultan uns anbieten wird. Was Jesus uns anbietet hat, es ist das Gendel. Er bittet uns an, uns unsere Sünde zu vergeben, uns ewiges Leben zu geben, in uns ein gutes Leben zu geben, ein vollständiges Leben zu geben, wo uns nichts fehlt. So, mit wem bist du gegangen? Wer mit Jesus gegangen will, dem lade ich an zu beten. Herr Jesus, ich habe von dir entschieden, mit dir zu gehen. Wie wollen mit dir gehen? Und wir beten, dass du uns verzeihst, dass wir vorhin mehr auf dem Sultan gehört haben als auf dich, dass wir falsch gewesen sind gegangen, darüber, dass wir bußen. Und wir kommen nach dir, Jesus, und beten dir, wasch uns rein von all dem Bösen und fäll uns mit deinem Leben. Dort beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei dem Namen Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.